Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Gold- und Silberfreunde, zu einem neuen Video. Im heutigen Video möchten wir kurz anschneiden und erklären, um was es in dem Bereich Goldmedaillen geht. Es gibt ja viele unter euch, die sich mit Sicherheit die Frage stellen werden. Ich habe immer nur was von Goldmünzen gehört, aber anscheinend gibt es auch Goldmedaillen und wir reden hier nicht von Medaillen wie bei Olympischen Spielen oder bei Wettkämpfen, sondern es gibt Goldmedaillen an sich auch zu kaufen. Was da der genaue Unterschied ist und worauf man sich dabei in Acht nehmen sollte, das erkläre ich euch und erfahrt ihr im heutigen Video. Ich habe euch hier jetzt mal ganz normal eine Standard-Goldunze mitgebracht. Wir haben hier den Somalia-Elefanten, wie ihr ihn kennt. Eine sehr, sehr schöne Münze. Ich finde die Somalia-Elefanten wirklich super. Und hier haben wir eine ganze Unze von 31,1 Gramm. Mit einem schönen Motiv hinten auch und hier haben wir auch einen Nennwert 1000 Schilling mit einem Jahrgang 2021 hier von der Somalischen Republik und wir haben hier einen Feingehalt von 999,9, also wir haben hier eine Feingoldmünze. So, jetzt geht es darum, wir haben ja die Thematik Goldmünzen, Goldmedaillen. Bei goldenen Münzen ist es so, dass die goldenen Münzen immer ein gesetzliches Zahlungsmittel darstellen. Das heißt, auf diesen Münzen ist aufgeprägt, um was es sich für eine Münze handelt. Wir haben hier ein Gewicht aufgeprägt, nämlich eine Unze. Wir haben ein Feingehalt aufgeprägt, 999,9. Und ganz, ganz wichtig, wir haben einen Nennwert aufgeprägt. Das heißt, hier 1000 Schilling. Und diese Münze muss dann gesetzliches Zahlungsmittel in dem jeweiligen Land sein. Das heißt, hier beim Somalia-Elefanten wäre in Somalia diese Münze ein gesetzliches Zahlungsmittel mit 1000 Schilling. Jetzt ist es so, ihr kennt ja die eine Münze, die trotzdem als Goldmünze zählt, nämlich den Krügerrand, der kein Nennwert aufgeprägt hat. Da ist es aber so, dass der Krügerrand in Südafrika ganz normal ein gesetzliches Zahlungsmittel darstellt. Ansonsten habt ihr immer einen Nennwert aufgeprägt. Jetzt habe ich euch hier mal eine Münze mitgebracht und zwar haben wir hier, nämlich von der Firma Linde, eine Medaille und zwar hier 40 Jahre Mitarbeit. Und hier ist es von der Linde AG ausgegeben mit dem Gründerkopf hier von Linde und wir haben hier nichts aufgeprägt. Ja, man sieht hier vorne kein Gewicht, kein Feingehalt, nicht was es genau ist, weil wie gesagt nur 40 Jahre Mitarbeit und wenn ich die jetzt umdrehe, wir sehen jetzt hier auch einen sehr, sehr glatten Rand und wenn ich hier die jetzt umdrehe, habe ich hier auch nur eine Insignie und eigentlich so einen Baum. Mehr habe ich da dabei nicht. Das heißt, wir haben jetzt hier nicht wirklich was zu sehen. Wenn ich jetzt diese Medaille, wie man sie auch nennt, rausnehme, sieht man hier, das ist sehr schwer, ich schaue, dass ich es in die Kamera halten kann, man wird es aber nicht sehen, ist hier ein 750er Goldstempel. Das heißt, es handelt sich hierbei um echtes Gold, aber eine Goldlegierung durch die 750er. Und hier haben wir den schönen Vergleich, dass wir hier kein Nennwert haben, das heißt keine 1000 Schilling wie beim Somalia-Elefanten. Wir haben zwar ein Feingehalt angegeben mit 750, hier haben wir 999,9. Wir haben aber auch kein Gewicht angegeben, es ist kein gesetzliches Zahlungsmittel und wir haben nicht wirklich angegeben, um was es für eine Münze sich es eigentlich handelt. Und daran erkennt ihr, dass es sich hierbei nicht um eine Goldmünze handelt, sondern um eine Goldmedaille. Und diese Medaillen gibt es besonders bei zum Beispiel der Scheideanstalt ESG. Die verkaufen gerne mal auch Goldmedaillen. Ich würde hiervon aber immer abraten. Denn erstens mal habt ihr keinen vollen Goldgehalt. Ja. Wie man hier sieht, 750er Gold, mehr ist es in dem Fall nicht. Ja. Ich würde immer mindestens auf 900er Gold gehen, ansonsten reden wir hier von Medaillen oder aber auch oft Schmuckindustrie und ihr wisst selbst, wie die Herstellung immer da davon kostet. Wir haben hier bei solchen Linde-Münzen, die sind teilweise sehr, sehr gefragt, dann haben wir hier das Problem, dass
hier auch teilweise Sammelaufschläge natürlich kommen, die teilweise aber nicht so wirklich dem entsprechen. Diese Münzen hier an sich werden so natürlich nicht im normalen Handel irgendwo gekauft. Das heißt, diese Münzen werden ausgegeben an Mitarbeiter, die dort 40 Jahre arbeiten, wie wir das hier auch erhalten haben. Aber hier ist es nicht so, dass man dann sagen kann, diese Münzen gibt es irgendwo oder diese Medaillen gibt es irgendwo auf dem Markt zu kaufen. Deswegen ist es auch schwierig zu sagen, was ist diese Medaille denn eigentlich wert? Man kann natürlich sagen, wir haben hier ein 750er Goldgehalt. Ja, natürlich hat das einen Grundwert an Gold, was man dafür kaufen kann, bezahlen kann. Aber wir haben hier auch zu sagen, dass diese Münze oder Medaille, wie man hier auch sagt, einfach schwierig ist zu beurteilen. Ja, besonders auch mit Aufschlägen. Man kann hier natürlich gut fahren, wenn man sowas hat beim Verkaufen. Aber kaufen würde ich so etwas immer nicht. So einen großen Sammlerwert hat diese Medaille nicht. Ich würde hier eher immer auf Münzen setzen. Hier fahrt ihr wesentlich sicherer und besser. Und hier könnt ihr auch wirklich mal sicher sein, dass es hier um echte Sachen handelt. Hier ist es sehr, sehr schwierig, weil man nicht genau sagen kann, gibt es eine gewisse Auflage, Anzahl. Wie sind die prägliche Standards da dabei? Diese Münze ist, Medaille ist einfacher zu prägen natürlich und zu fälschen. Ich entschuldige mich jetzt auch, dass ich oft immer Münze dazu sage. Es ist ja wie gesagt eine Medaille, aber es sieht immer aus wie eine Münze. Deswegen ist es auch immer sehr, sehr schwer, das Ganze. Und aus diesem Grund möchte ich euch hier einfach mit auf den Weg geben. Bleibt wirklich bei den Münzen, lasst die Finger weg von diesen Medaillen. Und das Video ist wirklich auch dafür da, dass ihr erkennt, was sind die Unterschiede zwischen einer Goldmünze und einer Goldmedaille und was sind so diese Faktoren, an denen man eine Medaille denn wirklich erkennt, die ich euch ja gerade gesagt habe. Und auch wenn hier so ein schönes Etui immer mit dabei ist, aber das gibt es natürlich auch bei verschiedensten Medaillen. Und wichtig, es hat aber auch nichts mit diesen Medaillen, wie gesagt, bei Sportereignissen oder so mit zu tun, sondern man nennt einfach diese Form hier Goldmedaillen. Im Gegensatz hier zu Goldmünzen. Die könnten hier bei den Medaillen verschiedenste Aufprägungen haben. Es gibt auch historische Goldmedaillen. Ich würde allgemein von Goldmedaillen einfach immer die Finger lassen da davon, wenn man sie hat, soll man sie gern behalten, immer schöne Andenken, man kann sie aber auch gut verkaufen für den Goldpreis, da würde ich eher immer die Münzen behalten, weil ich hier immer mehr da davon bekomme. Solltet ihr zu dem Thema Goldmedaillen noch Fragen haben, schreibt mir die gerne unten in die Kommentare. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne noch ein Abo da, falls ihr noch kein Abonnent seid. Natürlich ist das Ganze kostenlos und dann könnt ihr nichts mehr von den Videos verpassen. In den nächsten Videos werde ich weitermachen, auch wieder mit meinem Goldvermögen, damit man sieht, was habe ich eigentlich alles und stelle euch das natürlich gerne vor. Und es wird bald auch wieder ein Gewinnspiel geben, also bleibt da gerne dran und ich sage jetzt schon mal vielen Dank dafür und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's es gut.